Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Heute geht es um das Mediabook zu Predator 2. Das Ganze ist Mediamarkt exklusiv und das hier ist die Cover-Variante B. Die gefiel mir optisch wirklich am besten mit diesem gezeichneten Artwork. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Als allererstes befreie ich es mal hier von der Folie. Und hier ist auch der FSK-Flatsch vorne auf der Folie drauf. Das ist schon mal eine sehr gute Lösung. Dadurch macht man sich das Mediabook nicht kaputt beim Abziehen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Oh mein Gott, das ist wirklich richtig genial. Also der Hintergrund ist matt, wie man das hier sieht. Und wenn wir dichter rangehen, ist der Predator so mit so einer Glanzfolie versehen. Das sieht wirklich richtig geil aus. Und unten auch der Predator 2 Schriftzug auch mit so einer Glanzfolie. Also das kommt optisch wirklich sehr gut rüber hier so im Licht. Ja, das sieht wirklich sehr geil aus. Auf der Rückseite haben wir dann die J-Card geklebt mit Klebepumpeln. Und hier oben, ich habe die Nummer 55 von 5, nee, die Nummer 5. Ich habe die Nummer 5 von 555 Stück. Mensch, Sonne, niedrige Limitierungsnummer, die Nummer 5. Mein Gott, da bin ich ja, das ist ja cool, ja. So, denn hier der Text, wer den Film noch nicht kennt. Die ganzen Bonus-Features und unten der ERN-Code. Und dann muss ich jetzt ganz vorsichtig mal hier das Ding von dem Klebepömpel befreien. So richtig langsam. Und unten auch. Also die gehen eigentlich relativ einfach ab. Unten sträubt sich jetzt ein bisschen, aber jetzt ist er ab. Der ist kleben geblieben unten. So, hier von dem Flyer geht das auch ganz gut ab. Den Flyer stelle ich jetzt mal beiseite, weil da steht die Limitierungsnummer drauf und ich schmeiße sie ja eh nie weg. Und dann ist hier das Backartwork. Meine Güte, ist das geil. Also das Backartwork sieht auch richtig genial aus. Schaut euch das an. Das gefällt mir auch sehr gut hier im Hintergrund. New York oder die Stadt, wo das war, ich weiß es gar nicht, war das in New York oder in Los Angeles, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, schon lange her, wo ich den Film gesehen habe, aber jetzt im Mediabook Uncut und das Ganze noch in 4K und auf Blu-ray. Ja, richtig geil. So, jetzt fangen wir an, uns das Mediabook anzugucken insgesamt und da geht das hier schon los, hier ist der 4K UHD, schönes Backartwork, dann haben wir hier die Blu-ray, da sehen wir schon Danny Glover und den Predator Kopf. Was ist das hier? Ist das hier kaputt? Oh nein. Scheiße. Da ist der Tray bei mir gerissen. Oder was ist das? Ja, da ist auf jeden Fall irgendwas kaputt. Das muss ich definitiv reklamieren. Ja, das ist doof gelaufen, ja. Dann haben wir hier vorne steht jetzt Predator 2. Dann ist hier Bild und Text. Was ist denn hier? Richtig schön unterlegt, scharfe Bilder, schön mit Text. Also die Druckqualität ist wirklich sehr gut von dem Mediabook. Auch die Dicke ist sehr gut, also es ist kein dünnes Mediabook, es ist schon ein dickes. Und wie ihr seht, es ist sogar gebunden. Ja, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, das sieht wirklich sehr geil aus. Nur doof ist halt jetzt wirklich, dass der Tray hier hinten gerissen ist. Da muss ich definitiv mal gucken, ob ich das reklamiert bekomme. Ja, da kommt hier die Blu-ray rein. Schön auch in einem schönen Design. Und vorne wieder die 4K Blu-ray. Ja, so, und dann stellen wir den Mediabook mal hier hin. So, und ihr könnt mir in die Kommentare eure Meinung zu dem Mediabook schreiben oder zum Film an sich. Den Film finde ich auch richtig geil. Predator 1 ist natürlich der beste. Predator 2 ist auch richtig geil. Ja, also mir gefällt der Film, mir gefällt das Mediabook, Top Edition, Top Cover. Nur leider doof, dass der Tray bei mir hinten gerissen ist. Aber da kann ja theoretisch, kann ja das Mediabook da nichts für. Da werde ich mal gucken, ob ich es reklamiere. Ich denke mal, das ist kein Problem. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao.